Hallo, lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam im Kollektiven für den Monat Februar 2023 uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation anschauen. Bitte bedenke, lieber Stier, dass es im Kollektiven, ne, nicht alles kann auf dich wortwörtlich zutreffen. Du hast ein Aszendent, ein Mondsternzeichen, hör sie dir bitte auch an und dann valutierst du die Situation und setzt es um auf deine eigene Situation, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Ich starte mit den Orakelkarten. Ich ziehe nur diesmal zwei und dann werde ich auch noch die Keeperskarten ziehen, ne? Für dich. Da hat sich schon was gedreht für dich. Sehr wichtig. Was haben wir hier? Prendi una nuova direzione. Du musst hier eine neue Richtung einschlagen. Ich weiß jetzt nicht, lieber Stier, in welcher Situation du dich befindest. Das kann ja hier auch sein. Okay, ich muss jetzt überlegen, eine neue Strategie finden, um hier die Dinge besser laufen zu lassen. Ne? Wieso macht man das? Wieso nimmt man einen neuen Weg? Weil man die Dinge auch verbessern will. Und du musst hier wirklich eine neue Richtung einschlagen. Ne? Ich nehme mal nochmal eine. Attendo, qualcuno è invidioso di te. Aha, okay, guck mal, du musst aufpassen. Du hast Neid. Ich weiß ja nicht, wo du tätig bist, mein lieber Stier. Aber ja, wir haben immer mit solchen Menschen zu kämpfen. Bei der Arbeit könntest du ja wirklich gut sein, ne? Wo du gerade jetzt tätig bist. Du könntest Menschen haben, die dich beneiden, die gerne jetzt sagen, okay, guck mal, ich würde auch diese Stelle haben. Oder allgemein, ne, du hast Menschen in deinem Umfeld, die dich auch sehr beneiden. Also du musst hier wirklich aufpassen, weil das sind neidische Personen. Mi dispiace, il cliente non accetterà la tua proposta. Also, wir haben eine Situation, das passt perfekt mit einer neuen Direktion einzunehmen. Ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe, schlag eine neue Richtung ein, weil wenn du jetzt auch selbstständig bist, lieber Stier, das gilt jetzt hier für die Menschen, die selbstständig sind. Ne? Machen wir zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie ein Angebot, du bietest etwas an, deine Klienten, und dieses Angebot kommt nicht hundertprozentig an, das wird nicht angenommen, sagen wir mal so. Und jetzt musst du eine neue Richtung finden. Falls du jetzt aber ganz normalen Arbeiter bist, ne, das könnte auch gut sein, dass du jetzt hier irgendeine Situation nicht annehmen wirst. Du wirst hier eine Situation nicht annehmen, weil es dir nicht gefällt, weil du sagst, das ist nichts für mich. Das könnte ja auch gut sein, dass du hier der Klient bist, quasi. Du bist hier der Kunde und du sagst, das passt mir nicht. Ich muss jetzt hier eine neue Strategie finden, einen neuen Weg, ne? Also du hast hier mehrere Varianten, das ist ja klar. Das kommt immer drauf an, lieber Stier, wo du gerade tätig bist und was du gerade auch aktuell machst, ne? Das ist ja klar, weil du könntest hier auch selbstständig sein. Du musst jetzt hier einen neuen Weg finden, damit du mehr Kunden anziehen kannst, ne? Damit du quasi mehr Erfolg haben kannst, ne? Das ist ja klar. Aber ich denke mir hier, dass du wirklich sehr, sehr gut bist in dem, was du machst, weil sonst würdest du nicht diese Personen haben, ne, die hier neidisch sind, was du machst, ne, wo du dich gerade befindest. Da würde ich auch vorsichtig sein, ne? Okay, machen wir weiter mit den Keeperskarten für dich, lieber Stier. Ah, okay, hier sind mehrere. Guck mal, die hat sich gedreht. Die nehmen wir jetzt alle. Ich nehme die allererste. Die wollen hier rauskommen. Angenehmer Brief, hier kommt, ne, hier kommen Neuigkeiten, ein Kontakt oder du hast hier irgendwie eine Bewerbung abgeschickt. Das kann ja auch gut sein, ne? Dass du jetzt sagst, okay, ich habe mich beworben, ich möchte da nicht mehr sein. Das könnte ja auch gut sein, dass du diesen Job nicht angeboten hast, ne? Weil es ist hier ein Angebot, der nicht angenommen wurde. Das kannst du wirklich umsetzen auf deine Situation. Aber das könnte ja auch gut sein, du bekommst Neuigkeiten, positive Neuigkeiten bezüglich deiner Situation, was du gerade erlebst, ne? Indem du sagst, ja, das stimmt, ich muss jetzt hier eine neue Richtung einschlagen, ich muss mir jetzt etwas einfallen lassen und es wird hier schon schnell kommen. Diese Nachricht kommt. Wie sagt man das? Du erwartest es gar nicht und du bekommst hier schon die Antwort, ne? Das könnte gut sein, du rechnest nicht mal damit, ne? Dass es so schnell passieren kann. Also hier ist das nicht eher, der Wohnzimmer ist immer diese Bequemlichkeit, aber das zeigt hier auch die 5 Tage und auch die 5 Wochen, ne? Ja,
Und hier haben wir Zusammenkunft. Du bekommst hier eine Nachricht von einem guten Freund, ne? Du könntest aber hier dann auch quasi eine Zusammenkunft haben mit diesem quasi Vorstellungsgespräch. Sagen wir mal ein Vorstellungsgespräch, dich hinsetzen und sagen, okay, wir reden jetzt über die Situation. Was sind meine Prioritäten? Ne? Was wünsche ich mir von dieser Arbeit? Sowas in der Art. Das könnte aber auch gut sein. Du triffst dich hier auch mit jemandem, um diese Situation zu besprechen. Ne? Das könnte auch gut sein. Lieber Stier, du bist nicht der Einzigste quasi in diesem Team. Ne? Dass du jetzt sagst, okay, ich bin nicht alleine selbstständig, sondern ich habe auch andere. Ne? Das gibt es ja auch Freunde, die auch sich selbstständig tun. Ne? Gemeinsam. Das könnte die erste. Und die zweite habe ich ja gerade eben gesagt. Das könnte ja auch gut sein. Du findest hier irgendwie einen Kompromiss. Du wirst hier eingeladen auf einem Vorstellungsgespräch und man beredet hier etwas. Ne? Man trifft sich hier, man beredet über die Situation. Ne? Welche Vorteile hat das für mich? Welche Prioritäten setze ich mir? Weil was wünsche ich mir überhaupt von dieser Arbeit? Ne? Das ist ja klar, wenn du Arbeit wechselst, lieber Stier, dann ist es immer, weil du nicht zufrieden bist mit der alten Job quasi, ne, dass dir irgendetwas dir nicht mehr passt. Das könnte aber auch gut sein, da wir jetzt hier, das wurde mir gerade kanalisiert, mit diesen Menschen, die hier irgendwie neidisch sind auf dich, dass man vielleicht hier irgendwie einen Kompromiss auch finden kann auf diese Situation. Ganz viele Menschen kämpfen auch mit Mobbing bei der Arbeitsplatz. Das könnte auch sowas sein, ne? Dass man hier jetzt etwas machen muss, nicht mehr bequem das nehmen soll. Du könntest ja auch sagen, ja, ich muss jetzt hier mit meinem Chef reden über diese Situation oder mit einem Leiter. Das passt mir nicht mehr. Ich muss hier etwas tun, ich muss hier agieren, ne? Damit wir uns hier zusammensetzen und eine Lösung finden, ne? Lieber Stier, das muss aber nicht unbedingt jetzt für dich sein, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt Mobbing bei der Arbeitsplatz, weil meistens, wenn dieser Neid da ist, dann läuft es auch so ab, ne? Dann versucht man wirklich die anderen fertig zu machen, ne? Weil jetzt ein Mensch gut ist, muss man ihn einfach fertig machen, ne? Das ist so. Das gibt's viele Menschen, die das so sehen. Okay, machen wir weiter mit den nächsten und zwar mit den Tarotkarten. Für dich, lieber Stier, für den Monat Februar. Also ich würde wirklich aufpassen und agieren. Wenn hier wirklich etwas ist, agiere, nimm es nicht bequem, weil diese Situation muss sich ändern, ne? Weil du musst jetzt hier auch eine neue Richtung einschlagen. Das ist ja auch wichtig, ne? Ja, guck mal, was haben wir hier? 10 der Stäbe. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation du dich befindest, lieber Stier, aber handle, mach etwas. Das ist einfach eine Last geworden. Du könntest hier auch mit jemandem zusammensitzen und sagen, okay, wir müssen jetzt hier etwas unternehmen, ne? Ich kann das nicht mehr gedulden. Ich mache diese Situation nicht mehr mit. Das kann ja auch familiärisch sein, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen uns jetzt hier gegenseitig unterstützen. Weißt du, das ist jetzt nicht mehr, sagen wir mal auch finanziell, ne? Das ist jetzt nicht mehr machbar. Das wird vielleicht knapp. Wir müssen alle miteinander beitragen in dieser Familie. Das ist ja so, du könntest ja auch ältere Kinder haben, ne? Die dann auch quasi beitragen können. Manchmal ist es so, dass die Mama und Papa sagen, okay, ihr braucht nicht mitzahlen, ihr braucht nichts zahlen, nicht helfen, ne? In der Familie. Aber das kommt ja dann auch an einem Punkt, ne? Das wendet sich das Ganze und man muss sich auch unterstützen, ne? Aber das könnte ja auch beruflich sein. Das ist einfach zu viel geworden, ne? Ja, guck mal, nehmen und geben auf eine gesunde Art und Weise. Lieber Stier, das ist das Punkt. Du hast zu viel gegeben, du wurdest nicht, ne, quasi, wie kann ich das jetzt auf Deutsch sagen? Man hat dich nicht recht gerecht behandelt. Man hat dir nicht das gegeben, ne, was du verdienst. Du könntest auch sagen, ja, guck mal, ich möchte mehr. Ich möchte auch mehr verdienen, ne, bei dieser Situation, aber ich bekomme das nicht. Also muss ich mir jetzt einen anderen Job suchen, ne? Man muss hier gerecht teilen. In der Familie auch. Und das ist wie wenn du jetzt hier sagst, okay, ich möchte jetzt mir diese Vergangenheit zurücklassen und bin jetzt bereit, eine neue Situation einzugehen, beruflich, aber auch, könnten wir sagen, familiärisch, ne? Wenn das hier irgendwie in der Familie zusammenhängt, du setzt das um. Weil das geht hier um diesen König der Stäbe. Jemand, der hier selbstständig sein kann, quasi, ne? Das könnte ja auch laut, quasi. Das ist ja klar, wir sind in ganz viele Energien. Das könnte ja auch deine Energie sein, dass du jetzt irgendwo sagst, okay, ich habe diesen Feuerelement. Man muss hier aber in dieser Situation auch determinierter sein. Es geht hier um diesen König der Stäbe.
Das könnte hier aber auch ein Leiter sein. Das könnte hier aber auch deine Energie sein, lieber Stier. Das erwähne ich wieder, weil der König der Stäbe ist auch selbstständig. Wer weiß, vielleicht ist es auch dein Mann. Das ist ja klar, man kann ja auch verheiratet sein. Du setzt das um, aber es ist wichtig, ne? Man, diese Situation geben und nehmen, das hat hier gefehlt in in dieser Situation, da wo du gerade steckst, ne? Ich könnte mir hier auch jemand vorstellen, der nur gegeben hat, ne? Quasi, lieber Stier, du hast nur wirklich gegeben beruflich, du hast wirklich alles gemacht. Das ist aber für dich einfach zu schwer geworden, ne? Diese Situation. Du sagst jetzt, okay, ich muss jetzt etwas finden, was mich auch glücklich macht, ne? Wo ich auch quasi diese Ausbezahlung habe. Finanziell, das ist ja wichtig auch, ne? Aber auch als Mensch, ne? Dass ich ausgeglichen bin, dass ich auch das bekomme, was mir zusteht als Mensch. Ich kann nicht immer geben, 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 ne? Wir sind hier wieder auch bei so einem Sternzeichen, der wirklich auch ein guter Mensch ist, der liebe Stier. Das kommt immer drauf an, aber normalerweise sind wirklich Stier, also die liebe Stiermenschen, wirklich hilfsbereite Menschen. Aber das kommt immer drauf an, ne? Ich sage ja immer, ich nehme das, also nehmt das immer mit der Pinzette, weil man hat doch andere Energie, ne? Du könntest ja auch sagen, ja, das geht hier um meinen Mann, der hier irgendwie mich nicht unterstützt zu Hause. Ich mache immer alles, ne? Das kann auch gut sein. Das ist jetzt wichtig. Du könntest ja aber auch sagen, ja, das geht hier um mich, ne? Ich habe diese männliche Energie auch als Frau. Ich muss jetzt aktiv werden. Ich muss jetzt hier quasi etwas für mich machen, dass du jetzt sagst, ja, in diese Selbstständigkeit, ne? In dieser Richtung. Aber es ist wichtig, schlag eine neue Richtung und ich vermute ganz stark, dass du das schon gemacht hast oder dass du das tun wirst, ne? Mit Sechs der Schwerte. Okay, lieber Stier, das ist deine Situation, ne, für Februar. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Du weißt ganz genau, du darfst dich nicht erzwingen. Alles liegt in deiner Hand, ne? Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über einen Feedback, ne? Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach es. Es ist kostenlos. Es kostet dich wirklich nichts. Aber dafür kann ich deine Energie lesen, ne? Das sind deine Vorteile. Du hast die Vorteile auch, ne? Nicht nur ich, sondern du auch. Okay. Mach's gut, ne? Pass auf dich auf, lieber Stier. Wir sehen uns bald. Ciao!